So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, wo fange ich da an? Ich habe ein wenig Info für euch, wie es mit meinen ganzen Kanälen und so weitergehen wird. Und zwar, ich baue ein bisschen um. Also, ich baue jetzt grundsätzlich ein bisschen um. Und zwar, werde ich das folgendermaßen machen. Ihr seht, ihr habt ja schon bestimmt im Titel gelesen, es geht um die Upload-Zeiten und um die Livestream-Geschichte. Ganz einfach, wir sind hier ja gerade auf meinem Let's Play-Kanal. Ihr seht auch, es kommt ja ein neues Projekt ab heute, nämlich Final Fantasy 7 Remake. Ich weiß, bevor jetzt die großartigen Kommentare kommen oder Gedanken bei euch kommen, hey, dieses Final Fantasy 10.2, da gibt's doch eigentlich noch die sogenannte 10.2 Last Mission. Das werde ich irgendwann später mal, wenn ich Lust und Laune habe, mit zwischen reinhauen. Aber nicht jetzt, wohlbemerkt. So. Aber, um es mal kurz zu sagen, es wird sich zwei Sachen großartig ändern auf diesem Kanal hier, auf diesem YouTube-Kanal. Und zwar, das erste sind die Upload-Zeiten. Die Upload-Zeiten, sonst immer habe ich das immer so gehabt, das erste Projekt um 6 Uhr morgens, dass es um 6 Uhr morgens online geht. Das zweite ging um 15 Uhr online. Das wird nicht mehr so sein. Ich habe neue Upload-Zeiten, und zwar das, was um 6 Uhr online ging, also in dem Falle FIFA 19, wird jetzt um 12 Uhr mittags erst online gehen. Und das, was um 15 Uhr online gegangen wäre, also Final Fantasy in dem Sinne, geht dann erst um 18 Uhr. Statt 15, 18 Uhr. Online. Warum? Ganz einfach. Ich werde dementsprechend das so machen. Ihr habt es vielleicht die letzten Tage ein bisschen mitbekommen. Ich war da ein bisschen so in so einer keine Lust auf Stream, keine Lust aufzunehmen Stimmung drin. Und dann hat man sich ein bisschen gezwungen oder ist in dem Sinne auch ein, zwei Folgen sind dann da ausgefallen. Und das ist dann natürlich doof für euch, weil dann habt ihr die Folgen halt nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, hey, mache ich das so, dass die also FIFA 19 jetzt zum Beispiel um 12 statt um 6 kommt, weil um 6 Uhr morgens kommt, weil sonst so habe ich gegebenenfalls, wenn ich abends keine Lust habe mehr aufzunehmen, kann ich morgens früher aufstehen, das aufnehmen, rendern lassen und euch für 12 Uhr online stellen, ne? Da habe ich dann ein bisschen Zeitpuffer drin, ne? Zum anderen dann 18 Uhr, weil ich finde, irgendwie habe ich das Gefühl, 18 Uhr ist eine Zeit, die ein bisschen besser ist für das zweite Projekt. Weil da kommt, ist man schon entweder schon zu Hause von der Arbeit, von der Schule und dann, also jetzt abgesehen von dieser Corona-Zeit jetzt, aber so im Normalfall, ne, schon zu Hause oder kommt bald nach Hause. Und da auch abgesehen von denen, die Nachtschicht haben, wohl bemerkt, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Abends guckt man dann doch mal gerne so kurz vorm Schlafen gehen, lieber nochmal schnell ein bisschen YouTube rein, um ein bisschen was zu gucken, ne? So, das war eins, dass sich dahingehend die Zeiten ein bisschen verschieben. Sprich, das eine um 6 Stunden, das andere um 3 Stunden. So, das zweite für diesen YouTube-Kanal ist,
Ich werde auf diesen YouTube-Kanal nicht mehr streamen. Beziehungsweise ich werde allgemein nicht mehr auf YouTube streamen. Warum? Ganz einfach. Ich habe irgendwie so ein bisschen, ja, auf der einen Seite ist es ein bisschen mir persönlich anstrengend, auf zwei Chats gleichzeitig zu achten. Dazu dann noch den Stream selber. Man hat es, glaube ich, beim Konvoi ein bisschen gesehen, also bei dem netten Danke an das medizinische Personalkonvoi, den ich ja dementsprechend gestern mitgefahren bin. Ich habe hin und wieder rüber nach rechts geguckt, wo mein Fernseher ist, wo ich ja die Stream-Chats offen habe. Und da bin ich immer wieder irgendwie in Trucker-Cookie rein. Deswegen gefahren oder in die Leitplanke oder so. Das ist ein bisschen, finde ich uncool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen werde ich mit YouTube-Stream soweit aufhören und werde nur noch auf Twitch-Stream. Da haben wir hier meinen schönen Twitch-Kanal, ne? Da hoste ich gerade JFK. Ich habe es nur pausiert. Halt, ne? Für die den noch nicht kannten, unten unter diesem Video habe ich den verlinkt. Genauso, oder ihr gebt einfach bei Twitch Livers-Kisan ein, da werdet ihr dann auch fündig, ne? In dem Sinne. Da werde ich nur noch streamen und von Twitch das auf YouTube exportieren, aber nicht auf den Kanal, sondern auf meinen Zweitkanal, den ich auch schon zig Jahre habe irgendwie, und zwar diesen hier. Da werde ich noch ein neues Banner machen. Da kommt diese Tage noch ein Banner. Und die ganzen Streams, die ihr hier seht, ist ja eigentlich, habe ich eigentlich auf meinem Hauptkanal gestreamt. So, das werde ich jetzt in der Hinsicht von Twitch hier auf diesen Kanal, auf diesen Livers Live Lübecker Streams, einfach mal rüber exportieren. Ich habe schon ausprobiert mit dem hier, mit diesem Rainbow Six Taktik mit Munition und Keks Stream von mir. Den habe ich tatsächlich von Twitch mal in die Video Manager von dem Kanal hier rüber exportiert, und ich habe gesehen, er gibt mir den trotzdem auf 1080p in der Qualität, wie ich ihn euch hier auf meinem Hauptkanal immer auch zeigen konnte, ne? Das Einzige ist halt, wenn ihr wirklich live mit dabei sein wollt, müsst ihr halt dementsprechend auf Twitch rüberkommen. Dort gegebenenfalls mir followen oder so, ne? Wie gesagt, oder ihr macht das ganz einfach. Ich habe ja auch einen Twitter-Kanal. Da könnt ihr auch gerne mir folgen, followen, und dementsprechend werdet ihr da ja auch Ankündigungen, wie jetzt zum Beispiel dies hier war jetzt für den Konvoi, ne, solche Ankündigungen sehen oder ja mitbekommen. Dort wird dann zwar nicht mehr mein YouTube-Kanal drin stehen, sondern wirklich nur noch Twitch. Und da werdet ihr dann auch benachrichtigt. Oder ihr kommt natürlich auf meinen Discord. Dort ist auch eine Benachrichtigungsmöglichkeit bei. Alles ist dann unten im Video natürlich verlinkt. Wo ich gerade diese nette Umfrage, die ich ja schon seit ein paar Tagen am Laufen habe, sehe, ne? Ihr seht, dass die meisten sagen, so 20 bis 25 Minuten pro Folge sind okay. Viele haben mir, also ne, so ein paar haben mir auch geschrieben von wegen, kommt drauf an, welches Game. Ne? Klar, wenn irgendwelche Sequenzen sind, bezüglich jetzt Final Fantasy zum Beispiel, kann es auch mal bis zu 30 Minuten lange Folgen werden.
natürlich, ne? Oder noch länger vielleicht. Ich meine mal, hier sind es sogar 41 beim Finale von Final Fantasy X-2. Ne? Nee, wie gesagt, nur damit ihr Info habt, ne? Und um kurz nochmal zusammenzufassen, auf diesem Kanal kommen nur noch Let's Play-Videos, also sprich die Videos. Die Streams verlagere ich komplett auf meinen Twitch-Kanal und werde die aber euch dann im Nachhinein noch exportieren auf meinen Zweitkanal. Wird alles unten unter diesem Video natürlich verlinkt sein. Ihr könnt mich gerne dort abonnieren. Ihr könnt auch natürlich, wenn ihr den noch nicht abonniert habt, auch gerne den noch mit abonnieren. Oder hier followen. Oder ne, wenn ihr auch informiert werden wollt, auch mein Twitter-Kanal followen. Ne, ist wie gesagt alles unten verlinkt. Ich will da auch nicht großartig euch zu irgendwas zwingen. Ich meine mal, ihr wisst, ihr könnt, ihr müsst nicht. Würde mich freuen, wenn ihr an Bord meine netten Crew kommt und meiner Keystone Pirates. Und ja, dementsprechend war es das auch für dieses kleine Infovideo. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt gemacht habe, aber ist ja auch relativ. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Ne? Also dementsprechend, tschüss, ciao, euer Lovers Kissan.